Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Craft Attack 11, Folge 4. Falls ihr verwirrt seid, wo ist Folge 3? Guckt auf dem Paluten-Kanal vorbei. Die Folgen, die switchen da ja immer so ein bisschen rum. Leute, wir gehen rein, haben wir immer den Error und lasst gerne ein Like da, wenn ihr Bock habt auf mehr. Und in Folge 3 ist etwas Traumhaftes passiert. Dein Status ist aktuell auf Edgarianer gesetzt. Yo, hey, hey. Leute, ich bin noch ein bisschen verpennt. Ich bin ungefähr vor, wann bin ich aufgestanden? Vor einer Stunde. Es ist gerade 8.11 Uhr. Paletto macht eine kleine Morning-Runde. Da ist auch Team Bambus, Team Boom. Guten Morgen. Ah, da ist Basti zockt. Ey, das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Und zwar, Basti war auch einer der ersten Leute, mit denen ich so ein YouTube-Video aufgenommen habe. In so einem Multiplayer-Battle. Das war damals, ich weiß gar nicht. Oh, oh, warte, mein Handy hat vibriert. Sorry, es tut mir leid. Ach so, alles gut. War nur Mängelsmodus. So, Leute, wir haben in der letzten Folge zusammen mit Stegi, ey, es war so sweet. Es hat so viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall haben wir jetzt die heilige Karotte. Das ist das größte Heiligtum im Land der Edgarianer. Und das Gute ist, und das freut mich auch, bis dato, Haus steht noch, es wurde nichts weggesprengt. Wir checken, ob Edgar noch lebt. Claudia ist da. Warte. Nein. Da ist Edgar. Oh Gott sei Dank. Und wir haben ein Karottenfeld. Ich würde ganz gerne am heutigen Tag. Wir müssen mal kurz ein bisschen gucken. Oh, oh nein! Nein! Stopp! Mann, was soll das denn jetzt? Ich bin doch noch gar nicht richtig wach. So, komm mal her hier. Zack. Komm mal mit. Ja, komm mal her. Ihr mögt alle die Karotte. Ja, warte, warte. Ja. Na, warte, jetzt, wie kriege ich dich denn da rein ohne, wie verdient man sich den Status Edgarianer? Oh, das ist eine harte Angelegenheit. Wir müssen noch die Gebote. Leute, schreibt jetzt in die Kommentare. Ich möchte, es ist ein einziger Fiebertraum hier. Wir wollen 10 Gebote der Edgarianer aufsetzen. So, sowas wie, man darf kein Schweinefleisch essen oder, weil wir können ja nicht einfach Edgarianer essen. Das geht ja nicht. Oder zum Beispiel, man darf Schwein nicht in einem negativen Kontext verwenden. Schreibt da gerne mal eure Vorschläge in die Kommentare. Ich muss jetzt irgendwie es schaffen. Jetzt, ihr geht nicht raus. Ja, ja, sehr gut. Nein, jetzt ist das Huhn rausgegangen. Ja. Warte mal, es stimmt, ich wollte sowieso ein Weizenfeld machen. Denn, kann ich mir... Also ein Abo-Modell. Ja, also pro Woche. Einmalzahlung. Ah, wird leider nicht angeboten. Ah, ja, ja, 100 Dias einmal. Okay. Ich bespreche das mit Edgar. Edgar! Also, Edgar, wir können hier zu großem Reichtum kommen. Für 100 Diamanten. Dafür kann man sich sicherlich einiges hier auf dem Server kaufen. Edgar, was hältst du davon? Komm gerne zu und bring die Ware mit. Wir brauchen so einen Raum, da, wo man so eine Zeremonie abhalten kann. Weißt du, wie so eine Kirche. Aber die Kirche müsste so ein riesiges Schwein sein. Dafür brauchen wir Wolle. Leute, ich sag's euch ganz offen und ehrlich. Also so eine mega XXL-Riesenstatue, sowas werdet ihr von mir leider nicht sehen. Dafür ist meine Zeit aktuell ein bisschen zu knapp. Aber ich versuche hier alles, damit das klappt. Versteht ihr, was ich meine? Dass wir hier eine gute Zeit haben. Und ich muss auch schon wieder sagen, allein diese Interaktion, sowas habe ich echt ein bisschen vermisst. Warte mal, ich gehe mal ins Bettchen. So. Vielleicht. Warum ist das? Hat hier jemand das Bett verschoben? Oh. Vielleicht... Ah ja. Okay, chillig. Oh, meine Nase juckt. Ah, das ist manchmal... Ich weiß nicht, woran es liegt. Morgens... Oh, Creeper. Oh, oh. Wo ist denn mein Schwert? Wann habe ich denn hier alle Sachen reingetan? Ach, Moment mal. Ah, nee, ein Sattel ist hier nicht. Aber eine Karottenrude. Ich muss kurz den Creeper einmal wegmachen. Und da das hier auf einem, glaube ich, harten Schwierigkeitsgrad ist, muss ich echt aufpassen. Zack. Okay, let's go. Basti ist noch nicht im Anflug, aber für 100 Diamanten. Wir müssen ja auch gucken, wie wir nach vorne kommen. Ganz ehrlich, die Statue und so weiter, das baut sich nicht alles von allein. So, mein Ziel war es jetzt mal hier am Gras, mal so ein Weizenkorn zu snacken, damit wir die Schafe hier anlocken können.
Weil sonst kriege ich die Schafe hier nicht hin. Weil wir müssen dann ja viel rosa Wolle machen. Aber irgendwie kommt da, warum kommt da hier? Das ist doch das Gras, oder nicht? Bin ich doof? Normalerweise müsste hier doch jetzt so ein Samenkorn. Ah, ja, ja, ja. Weizenkorn. Sehr gut. Ausgezeichnet. Davon brauchen wir nochmal ein bisschen mehr. Ja, ja. Easy, easy, easy. Dann können wir auch nochmal die Hühner... Oh! Oh Gott, hast du mich gerade... Hey, was geht? Ich wollte mal Hallo sagen. Wir sind Nachbarn. Du wohnst hier? Ich wohne hier in der Nähe tatsächlich. Ah ja, okay, okay. Aber nicht zu nah ran an das heilige Land der Edgarianer, ne? Oh, hab mich aus Versehen gemutet. Ich hab's gemerkt. Also. Wie nah bist du denn? Also, wie viele Blöcke? Oh, hallo. Ich bin tatsächlich, ich würde sagen, so 100, 200, 300 Blöcke weit weg. Ach so, ja, ja, ja. Ich hatte schon Angst, dass du hier versuchst, das Land der Edgarianer in irgendeiner Weise einzuengen oder so. Nicht, dass wir feindlich reagieren müssen, weil wir sind ja eigentlich ein friedlebendes Volk. Aha, ich merke schon, aber schicke Bude auf jeden Fall. Ah ja, hast danke. Hast du schon gut eingelebt. Danke, die habe ich aus dem Internet. Nein, oder echt jetzt? Minecraft, Haus, simpel. Das ist dabei rausgekommen, okay. Ja, ja. Aber so simpel ist es aber gar nicht, ganz ehrlich. Ja, ja, es hat schon ein paar Kniffe. Weil, guck mal, du darfst sehr gerne mal reinkommen. Hier, oha, komm rein. Ich danke dir. Karawas ebenfalls, schön nett, dich kennenzulernen. Komm rein, ja, komm rein. Hallo. Sogar richtig modern, meinst du, es ist richtig alt und kaputt? So, und hier, und da unten, warte mal, ich muss mal das kurz auf meinem Ohr ein bisschen lauter machen. Ja, genau. Warum getrennte Betten? Ich weiß, eigentlich war es so, dass Stegi hat hier geschlafen. Mhm. Und ich weiß eigentlich nicht, ob wer das Bett da so drauf gemacht. Also eigentlich war das direkt nebeneinander. Ach so, okay. Also ich weiß nicht, ob hier jemand zu Besuch war. Ja. Aber, naja, auf jeden Fall kann man Edgar von hier oben beobachten. Mhm. Ob es dem kleinen Fratz gut geht. Ich bin auch sehr überrascht, dass er bis dato noch nicht entführt wurde, was mich natürlich freut. Ja. Weil das wär natürlich ein Akt des Krieges. Das wird nicht passieren. Also, welcher ist jetzt Edgar? Da sind ja jetzt mehr. Warte, lass den. Erkennst du den etwa nicht? Oh! Doch, natürlich, der mit dem Ohr. Hey, Basti! Ich habe den Leuten am Anfang der Folge schon erzählt, dass wir eine History haben. Eine, die unfassbar weit zurückgeht. Unfassbar weit, ne? Ja, ich weiß nicht, welches Jahr. Vielleicht war es sogar 2012, 2013. Muss es gewesen sein. Ich glaube, es war 2014. Nein. Warte mal, ich guck mal. Ne? Wir waren Battlepartner. Basti, ja, ja, das war eine... Da, ja, 18.10.2013. Da. Alter, das ist 10 Jahre. Es hat sich 10 so Jahre so ein Verrückter. Minecraft-Battle mit Basti zockt. Alter, wilde Zeit. Ich weiß noch, da ist mein Partner abgesprungen. Du warst mein Ersatz. Ja, ja, ich bin eingesprungen und hab dann mit dir ein bisschen Leute geklatscht. Ja, ja. Gute Zeit. Ey, ihr müsst nicht gehen. Ich wollte den anderen beiden kurz Edgar zeigen. Das darf als. Ich wollte nur kurz dir Voice-Chat-Volume einstellen. Ach so, okay. Also, hier, so eine da, hier seht ihr. Ah, ja, natürlich, natürlich. Sehe ich direkt an den Augen. Ah, Nametag hat er auch. Natürlich. Da wollte ich eigentlich noch der heilige Edgar, weil aktuell ist ja nur Edgar, aber als Oberhaupt der Edgarianer ist er natürlich heilig. Mhm. Und falls ihn jemand tötet, auch. Dass man... Ja, Claudia ist leider nicht heilig. Edgar hat eine Sterbliche geheiratet. Ach so, okay. Ja, ja. Sehr ehrenhaft von ihm. Ja, ach Edgar, ihr kennt ihn, ihr kennt ihn. Er ist ein Ehrenschwein. Ja. Also, das ist ganz klar. So, Basti, du hast mir etwas versprochen, wofür du zum Edgarianer werden möchtest. Also... Ja, also das Ding ist ja hier auf dem Server, ich weiß nicht, du hast schon verstanden, wie das mit diesem Statussystem hier ist. Ja, GAG, aber Stegi hat mir das eingerichtet. Ah, guck mal hier. A4 ist GAG, okay. Ja, ja. Ja. Ich habe noch nicht so eine Seite, sage ich mal. Und GAG, das sind schon so viele Leute, die dominieren den Server. Mhm, ja. Ja, da muss man auch so eine... Also, man muss ja sagen, wir sind ja dem Team GAG nicht feindlich eingestellt. Weil das Problem ist, ich glaube, die würden uns sonst töten. Ja, die sind ziemlich gut im PvP. Ja, das glaube ich auch, Aber nichtsdestotrotz, es muss ja auch immer, das Pendel schwingt in beide Seiten. Deswegen bin ich natürlich froh, wenn Leute, gerade mit liquiden Mitteln, hier sich auf die Seite der Edgarianer Was soll ich mit dem TNT? Für den Fall. Ah, okay. Genau, also... Ich würde dich natürlich sehr gerne zu den Edgarianern begrüßen, aber dazu musst du mir natürlich, weißt du, eine Hand wäscht die andere. Hast du denn
die Ware. Oh, du hast die Ware da. Oh ja, ausgezeichnet. Pack die Ware. Ja, ja, nee, 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 nee. Das ist natürlich. Das darf Edgar nicht sehen, dass ich hier mit den Edgarianern vielleicht noch ein kleines Side-Hustle betreibe. Deswegen komm mal kurz nach hier oben. Also, leg einfach mal die Ware hier in die Kiste. In die Kiste, ja. Ausgezeichnet. Ja, ja, okay. Ja. Oh ja, das sieht sehr gut aus. Dann komm mal mit. Hast du zufälligerweise, hat irgendjemand einen Sattel? Nee, leider nicht gerade. Ja. Oh. Was war das? Der Game Master? Der Game Master. Der Game. Okay, okay. Ah, schade, aber weil wir müssen ja an sich noch eine Zeremonie. Ah, ich weiß. Warte. Die Zeremonie ist. Du hier. Einmal. Hier, weil das sind natürlich heilige Karotten auch. Weil die wachsen auf heiligem Land. Das ist ganz klar so, warte. Ich spüre die Aura der Karotten. Ja, genau. Du nimmst jetzt hier eine Karotte, zwei Karotten. Und dann gibst du eine Karotte Edgar und eine irgendeinem anderen, Claudia. Darf Claudia, also Edgar hier, bitteschön. Ja. Und hier einmal Claudia. Genau, und jetzt guck dir das Schwein, du musst das Schwein an. Genau, das kleine Schwein. Oh. Okay. Okay. So, das Ding ist, jetzt bekommst du jetzt hier ein Name Tag. Ein Nametag, so. Genau, genau. Und das nennst du jetzt Basti. Und dann benennst du das heilige Schwein, gibst du dann deinen Namen. Oh, was für eine Ehre. Ja, ja, genau. Und das erfüllt das Ritual der Edgarianer. Und für dieses Schwein bist du natürlich auch, obwohl es hier auf dem heiligen Land lebt, verantwortlich. Also das ist natürlich eine große, große Bürde. Jetzt da ist Basti. Pass gut auf ihn auf. Verteidige ihn mit deinem Leben. Paluten. Sollten wir hier angegriffen werden, fordere ich deinen Eid, die Lande zu verteidigen mit allem, was du hast. Das werde ich tun. Und ich habe noch eine Idee. Ja, bitte. Ich kenne noch ein paar Würdige, ja, die eventuell dem Ruf der Edgarianer folgen könnten. Okay, okay. Die sind die denn? Oh, warte, kurz weg von Edgar. Sind die denn? Kurz. Ja? Ganz kurz, bevor du das jetzt eingehst mit Basti, kannst du ganz kurz unter vier Augen? Ja, okay. Bei einer Sekunde, Basti. Ich muss mich natürlich auch anderweitig umhören. Ja. Okay, komm mal mit. Okay. Ja, okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, du bist ja neu hier auf dem Server. Du hast nicht so eine Ahnung, wie das hier läuft. Ja. Du musst echt aufpassen, es gibt echt krumme Leute hier. Krumme Leute? Ja, also die Leute wollen dich ein bisschen abziehen, habe ich das Gefühl. Abziehen? Du musst auf jeden Fall ein Ritual machen. Du musst schauen, ob die Leute würdig sind. Ja. Und ich kenne mich da ein bisschen aus. Aber ich habe ja gesehen, dass er würdig ist. Er hat mir 100 Dias gegeben. Du musst da echt aufpassen, die Leute sind hier sehr, sehr reich und... Sehr reich? Ja, auf jeden Fall. Aber 100 Dias. Warte mal. Wie viel sind denn 100? Ich dachte, 100 Dias ist viel. Nein, das ist... Also ich wollte jetzt nicht unhöflich sein, Freunde, und dazwischen grätschen, aber da war ich sehr, sehr wütend gerade. Okay, was ist denn viel? Was angemessen wäre, ich denke, die Edgarianer, die sind auf jeden Fall sehr viel wert vom Ding her. Ja, auf jeden Fall, einen ganzen Stack Dia-Blöcke. Ein ganzer Stack Dia-Blöcke? Also es sind so viel. Also ich denke schon, dass es wert ist. Also, okay. Deswegen, also, ich hab's mir auch nicht... Ja. Ich habe halt auch nicht gefragt, ob ich da rein kann, weil ich halt das Geld nicht habe, die finanziellen Mittel momentan. Ja, okay. Aber wenn du willst, ich kann dich auf jeden Fall unterstützen dabei, die Rituale zu machen, um Guck mal. Oh. Also man merkt auf jeden Fall, du bist eine... Oh mein Gott, ich ja auch. Ich bin perfekt dafür. Ich sehe leider, dass du da das GHG vor dem Namen trägst. Das ist natürlich schwierig. Irgendwie... Hörst du auch den Sound? Ja. Ich glaube, das sind die Teufel. Junge, was ist das? Ah! Guten Morgen! Hallo! Hallo! Hey, was geht, ey? Ich habe hier so ein paar Umbauarbeiten gemacht. Ich muss hier das andere Rohr verlegen. Also, ich wollte nicht stören. Bau dich raus. Tut mir leid. Ja, danke. Ey, Diggi. Ich habe echt ein paar lustige Clips von dir gesehen, richtig cool. Oh, da können wir gleich drüber reden, aber mach erstmal euer Ding. Ich weiter die Rohre. Okay. Mach mal weiter die Rohre. Schön, dich kennengelernt zu haben. Ey, bis gleich, Mann. Ja, Digi, tschüss. Oh. Ja, das ist öfters. Ey, hier ist immer was los, ne? Ja. Oh Mann, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute so morgens online sind, aber okay.
Ich bin mir auch nicht so, bist du immer noch wach oder bist du wieder? Also, ich bin immer noch wach, ich probiere meinen Laufrhythmus zu finden. Ah, okay, du lebst das Leben, Ich lebe das Leben. Weißt du? Ja, okay, da muss ich natürlich nochmal mit Basti so ein bisschen darüber reden. Wir werden deinen Namen definitiv im Hinterkopf behalten. Ich werde dich auf eine Liste schreiben. Und dann können wir demnächst mal drüber reden. Ich muss auch halt gucken, weil wenn ich jetzt natürlich Leute abwerbe, weil ich habe Stegi zum Beispiel, der war vorher auch GHG. So. Und da habe ich, da haben mich Nachrichten erhalten, dass das nicht so gut ankam. Und dass das Leute. Das für dich Probleme, ja? Ich habe gehört, du willst auch keine Probleme. Aber nee, ich bin ein friedliebender Mensch, du kennst mich. Ich tue keiner Friede halt, was zu leiden. Du musst mit Problemen rechnen, leider Gottes. Also ja. Es gibt hier wirklich, Oh mein Gott, siehst du? Ja, warte, ich ich hab doch geschlafen, oder bist du? Nein, das bin ich, Ach so. So, hey Leute, ja, wir hatten da vorne ein paar kleinere Probleme. Ich hab gerade, oh Gott, lauf! Ja, warte, ich geh. Er ist vom Teufel besessen. Ja, warte, ich, wie viele müssen schlafen? Das geht schon so, okay. Basti? Habe ich was falsch gemacht? Nein. Aber mir wurde vielleicht ein bisschen nahegelegt, dass 100 Dias nicht so viel waren, wie ich dachte. Aber das ist in Ordnung. Von wem? Da war Norax. Ach, Junge. Also, dein Geschäft kaputt machen, weißt du, Junge, das ist krass. Ey, ich muss aber jetzt ganz kurz weg, Leute. So, okay. Euch zu reden. Okay. Ich mal raus, ne? Ja, gut, bis später. Hallo. Das heißt... Nee, ist alles gut. Du darfst dir jetzt den Status Edgarianer geben. Das ist ein Deal, weil ich halte mich ja an meine Deals. Aber kommen noch Aufgaben auf mich zu, oder? In Zukunft könnten noch Aufgaben, wie gesagt, im Bündnisfall kommen noch die ein oder anderen Aufgaben auf dich zu. Jetzt gerade darfst du einfach dich Edgarianer nennen, wenn du möchtest. Und wenn du das nicht tust... Das ist mir eine Ehre. Okay. Und wenn du das nicht tust, das hätte ich jetzt gerne noch zu Ende. Ja, nein. Oh, stimmt. Ja. Nein. Das wäre niemals, also. Jawohl! Ja, Basti, dann herzlich willkommen bei den Edgarianern. Schön, dass ich dich. Ich freue mich so. Dass ich dich überzeugen konnte auf alte Zeiten. Ich werde euch hier auch noch mal kurz einen Clip einblenden, wie das damals so war. Und ihr seht hier den Paluten, ne? Hallo. Ich kenne Paluten eigentlich gar nicht. Wir haben uns jetzt zwangsweise kennengelernt, sozusagen. Ist der aber das Blind Date? Gute Zeit. Also, wie gesagt, Paletto damals, ich weiß nicht, ich hatte gefühlt 2 Abonnenten und. Na, ich glaube, du hattest 14.000, das weiß ich noch. Ah ja, was für damalige Verhältnisse gar. Oh Gott! Und ich glaube, Veni war der Vermittler damals. Das kann sein. Ich muss zugeben, ich kann mich an die Zeit nicht mehr so wirklich erinnern. Es war ein einziger Fiebertraum und war auf jeden Fall eine wilde Zeit damals. Okay, so, ich würde jetzt ganz gerne hier ein bisschen meine Weizenkörner anbauen und begrüße dich aber sehr gerne in den nächsten Tagen. Und wie gesagt, wenn der Bündnisfall eintritt, zähle ich auf dich. Da brauche ich, dann bin ich am Start. Okay, sehr gut. Okay, wunderbar. Mach's gut, bis dann. Ja, tschüssi, hey. Zombie ist ganz viel. Ja, okay. Können wir sich kurz in dein Bett Bündnisfall. Achso, ja, das Bett ist für alle da. Komm ruhig rein. Geh. Kameras, komm hier, leg dich hin, genau. Ja. Perfekt. Ja, genau. Oh, schön weich tatsächlich. Ja, ist auch frisch gewaschen. Mensch, jetzt nicht mehr. Ja, ist nicht schlimm, Bis dann, ciao. Yo, tschüssi. Ich mach dann auch mal auf und wünsche dir noch ganz viel Erfolg beim Bauen. Ja, ist schön, nett dich kennengelernt zu haben. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja, mach's gut, ciao. Ja, servus, freilich, tschüss. So, Leute, das war doch wieder eine wirklich nette Sache. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt abgezogen wurde, aber es geht ja auch nicht immer darum, irgendwie viel zu erwirtschaften, weil wir müssen ja auch gucken, dass wir, so, guck mal, ja, hier ein bisschen fortpflanzen, immer wichtig. Edgarianer müssen wachsen, wir müssen auch mal, weil das Problem ist, so langsam ist das auch nicht mehr ganz so artgerecht, dass wir ja so viele Schweine in so einen kleinen Stall einsperren. So, warte mal, jetzt wollte ich genau... Wo packe ich denn hier? Müsste ich ja ein neues Feld. Hier könnte ich ein kleines Feld. Es muss ja auch gar nicht so groß sein. Das schließe ich dann hier direkt dran.
Und dann können wir nach vorne und nach hinten jeweils ein so ein Dingeling dran machen. Ja, das ist super. Und dann haben wir das. Oh nee, was will ich denn mit den Name-Tags? Sorry, mein Gehirn ist scheinbar auch noch ein bisschen müde. Ich brauche einerseits eine Hacke. Ich brauche sowieso mal meine ganze. Ah, stimmt, jetzt weiß ich das. Als Stegi umgebracht wurde, habe ich ja seinen ganzen Loot mir einverleibt. Also wie gesagt, guckt euch gerne die dritte Folge auf dem Paluten-Kanal an. Die war auch wieder sehr, sehr wild. So, wir sind jetzt aber immerhin wir sind im Besitz von 100 Diamanten. Das ist doch gut. Hier haben wir noch heilige Karotten. Ich benötige allerdings genau unser Knochenmehl. Davon haben wir jetzt nicht unbedingt noch ein bisschen was. Aber das ist in Ordnung. Das passt, das ist super. Weil jetzt kann ich hier ein. Ah, ich brauche meinen Eimer. Jetzt weiß ich, was ich gesucht habe. Tut mir leid, Paletto schläft auch. Ich weiß nicht, in letzter Zeit schlafe ich nicht so gut. Da kommt irgendwie nicht so viel Schlaf bei rum. Ich habe auch so einen Tracker, der mir dann immer sagt, oh, sie haben unruhig geschlafen und zu wenig REM-Schlaf. Junge, was ist der REM-Schlaf? Ich glaube, REM ist Tiefschlaf. Ich habe keinen blassen Schimmer. So, ich hoffe, der ein oder andere hat ein paar interessante Gebote mit in die Kommentare geballert. Würde mich auf jeden Fall freuen. Lasst gerne natürlich auch ein Abobinski da. Und wenn ihr was für Weihnachten oder Nikolaus sucht, schaut gerne auf paluten.shop vorbei. Das würde mich freuen. Ist aber auch, also ich freue mich tatsächlich einfach am meisten darüber, wenn ihr meine Videos guckt. Das möchte ich natürlich auch nochmal klipp und klar sagen. Ich also, guck. Oh! Also hallo? Hallo? Hallöchen. Hey, na? Was geht? Bisschen schmusi-schmusi? Bisschen quatschi-quatschi. Bitte Melanie, das bisschen quatschi-quatschi. Jo, ich lag abends in meinem kleinen Bettchen und plötzlich wurde mir dieser TikTok-Clip reingespült. Ey, es war so gut. Es war so gut. Das war ein Klassiker. Eieiei. Klassiker wie Mozart natürlich. Wie Mozart? Das wie Mozart. Den kenne ich nicht. Tut mir leid. Ja, ich weiß, es ist irgendwie ein Meme. Ja, sorry, also bei Popkultur, da bist du hier an der falschen Adresse. Da bist du 10 Jahre zu spät. So, wie geht's dir? Ey, mir geht's gut, wie geht's dir? Geil, dass du ach ja, oh Mensch, ey, also hier, ich bin hier gerade dabei, Weizen anzubauen. Schön nochmal laufen. Ja, schön. Am Ackern, schön um 8 genau. Uhr auf dem Server. Immer ackern. Hier so, Amor, da aber auch die Frage an dich, du bist aber eine frühe Uhrzeit, bist du noch wach, oder? Nee, ich bin tatsächlich früh aufgestanden, um dich mal zu erwischen. Also, ach so. Normalerweise bin ich nicht so viel wach, aber ich habe diesen Clip gesehen und dachte mal, ich will dich mal kennenlernen, weißt du? Okay. Aber da bin ich gerade angekommen und du wurdest ja schon kräftigst belagert. Ich habe Geschäfte gemacht. Ja, ich habe Geschäfte gemacht, dies, das. Ich habe 100 Diamanten habe ich verdient. Ja, Edgar 100 Jahre, Diamanten? 100, ja, da brauche ich eine Frage. Guck rein. Wo? Ah, ja, okay. Du wurdest abgezogen. Ich wurde, okay. Basti zockt, hat dich über den Tisch gezogen. wirklich. Er hat meine Leichtgläubigkeit ausgenutzt, scheinbar. Du wurdest, wirklich. Ich dachte, ich hätte den Deal meines Lebens gemacht. Ich dachte, ich hätte hier auch bei Papa Plate den Code geknackt, Alter, und wäre dann bei Jogo und Klaas in der Show Ja. Ah, nee, das war nicht der Code. Ich war der Zweite, der da so komisch geguckt hat. Ja, der Zweite, den musste ja so schlecht gerade gehen. Der Arme. Ja, ja. Also hast du seinen Blick gesehen, seinen leeren Blick? Ja, aber das ist das Leben. So ist auch mein Blick gerade, nachdem ich herausgefunden habe, dass Basti Zockt mich abgezockt hat. So ist das Leben. Der Basti Abgezockt sollte er heißen. Schön gesagt, Basti Abgezockt. Und du hast hier so eine kleine Stadtvilla? Ja, das ist der Bauhaus-Stil. Das ist ja auch aktuell ganz, ganz modern überall in Deutschland und so. Ja, ja. Das sind meine Schweine. Du bist ja auf dem, wie du hier vielleicht schon gesehen hast, das heilige Land der Edgarianer, das ist die heilige Edgariana, Karotte. Ja, verstehe. Genau. Die wird angebeten oder Edgar? Beides. Also das ist das ist sozusagen das heiligste Heiligtum und Edgar ist natürlich, also er ist unser Heiliger auch dazu. Der Heiliger, war du ist. Ja, wir haben, also sagen wir es mal so, es ist alles noch ein bisschen schwammig, wie das Ganze hier funktioniert. Aber wir machen einfach mal weiter mit den Edgarianern. Also da werden wir schon auf einen grünen Zweig kommen. Falls du Gebote hast, die man unbedingt als Edgarianer beachten sollte, dann kannst du sie mir entweder gerne nennen oder sie in die Kommentare schreiben. Ich würde da mal einen Kommentar verfassen, ja. Ja, für den Algorithmus und so. Mal auch ein Like und ein Abo rauszimmern, weißt du? Bin ich doch dabei. Ja, ey, würde mich freuen. Ganz ehrlich, sag ich dir, ich bin über jeden Kommentar froh, die den Algorithmus. Hier ist auch Basti schon. Felix, was bist du? Ah, nee, Moment, du bist? Ich bin
bin du Bambus. Du bist Bambus? Was ist denn Bambus? Also, ich bin eigentlich GHG, also ja? Basti ist mein König. Aber es gibt manchmal Schwierigkeiten zwischen König und Lakaien. Aha. Und die Strafe dafür ist, dass man den Status Bambus nimmt. Ah, tatsächlich? Ja, und ich hab halt, weißt du, was ein Endcrystal ist? Ja, ja, ja. Oh, nee, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Den darfst du gerne drin lassen, lass ihn bitte. Nein, du musst jetzt mal angucken von der Nähe, warte. Ja, ja. Aber Obacht, du kannst schnell sterben, zack. Ja, ja, ich weiß. Das ist ein Endcrystal. Ja. Und ich hab leider, und weißt du, was ein Totem ist, den du da in der Hand hast? Ja, 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 genau, genau, ja. Und ich hab halt Basti GHG einen Totem mit einem Endcrystal gepoppt und jetzt muss ich Bambus sein für eine Zeit. Okay. Aber ich kann ein strenger Herrscher. Ja, Basti ist, der hat die Leine kurz. Aber er gerecht? Ja, ich denke schon. Okay. Geh mal ein Stück weg. Geh mal ein Stück weg. Ja, okay. Oh mein Gott, nee, Edgar könnte hier nicht sterben bei der Reichweite, oder? Nee, bitte pass auf, bitte pass auf. Ey, wenn Edgar stirbt, ich habe schon gehört, ich krieg den Backlash des Grauens. Da müssen wir... Ja, aber ich weiß, also ich weiß nicht, ob es heutzutage noch so ist, aber Edgar ist halt ein... Mann, ja, Edgar ist mein Schwein. Warte, das passiert nichts. Warte, ich muss auf Entfernung. Bist du bereit? Ja. Ah, okay, alles easy, easy, okay, okay. Glück gehabt. Nicht gecancelt worden. Zumindest nicht dafür. Also ich hätte untertauchen müssen, wenn Edgar jetzt gestorben wäre, boah, Feierabend, Craft ist ja, vorbei. Ja, das wäre echt keine so gute Idee gewesen, sage ich dir ganz ehrlich, aber ist ja nochmal gut gegangen. Ja. Schöne Hose hast du. Ja, ey, dankeschön, ist Peso. Peso? Von Olle Pixelwolf. Ja, von unserem guten Freund, von Supreme Games. Seine Legacy ist so krass irgendwie. Es ist eine gute Story. Einfach, er hat Skins und so Designs für jemand anderes gemacht und jetzt fährt er McLaren. Ja, ja, und das auch, glaube ich, Rolls-Royce oder so? Alles, der fährt auch alles, Klasse, alles. Ja, ey, Justin, ich habe mich immer gefragt, warum kriegt der ein Paletto kein Peso? Also, ja, ist wohl in der Post verloren gegangen. Boah, das wäre so krass, dich in so Peso oder in so Baggy Jeans. So ja, bin ich nicht der Typ für, sage ich dir ganz ehrlich, sieht scheiße aus. Aber wäre lustig. Ja, wär für einen Tag wäre es sicherlich lustig, aber Paletto bleibt bei einer Jogginghose und so einem T-Shirt und so einer Sportjacke. Auf dem Boden. Ja, ja, ich bin... Humble, stay humble. Ja, ja, ja. Den McLaren könnt ihr mir auch mal ausleihen. Ja, meine kleine Spritztour. Nee, aber... ja? Edgar Rihanna, sagst du, was habt ihr vor? Was ist euer Plan? Wollt ihr hier irgendwie irgendeine Herrschaft annehmen? Wollt ihr Nein. Also das Ding ist, wir Edgar Rihanna, wir sind friedliebend. Also wir wollen natürlich hier ja auch so ein bisschen unser Königreich vergrößern und wachsen und Mitglieder anwerben. Das ist natürlich schon unser Ziel, aber wir wollen uns natürlich nicht gegenüber anderen, wie zum Beispiel GRG oder Bambus, negativ. Also wir wollen keinen Stress. Wir sind Freunde, freundlich. Aber gestern, ich habe einen Clip gesehen auf TikTok. Ja. GHG hat einen furchtbaren Anschlag auf deinen guten, langzeitigen Freund Stegi gemacht. Auch Edgar Rihanna zu dem Zeitpunkt. Kaltblütig erschossen. Erschossen? Ich dachte... Oder war das nicht? Als Veni vorbeigeflogen ist. Ja. Ja, das war natürlich... Das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht ganz realisiert, dass das eine Attacke war. Aber da muss ich vielleicht mal mit Leuten reden, die da... Ist denn in der... Ja, wie sagt man? In der Hierarchie der GHG-Leute. Wie hoch ist denn da Veni? Ja, Veni ist halt so... Also, sehr, sehr alter Hase. So. Der ist schon Top 3, Top 4. Oh, okay. Das ist schon natürlich... Ein hohes Tier. Ist denn Basti der Chef? Basti GHG? Basti GHG ist der Chef, ja. Von den German Hunger Games. Von den German Hunger Games, richtig. Okay, ja. Ja, ich habe sowieso mit den beiden eigentlich eine Rechnung offen. Das Problem ist... Eine Rechnung offen? Ja, die haben mal meinen guten Freund German Let's Play heimtückisch abgeschlachtet. Völlig ohne Grund. Wirf doch die Enderperle, Manu. Wirf die Enderperle! Tut mir leid, da kam ein Kindheitstrauma. Ja, ey, ich hab das gleiche Trauma, Brudi. Also ich sag's dir ganz ehrlich, jede Nacht wache ich auf, weil dann sag ich, wirf doch die scheiß Enderperle, Mann! Mann! Ja, ich verstehe das. Aber wir könnten da was organisieren, dass wir da Rache gemeinsam nehmen an denen. Ich würde erstmal würde ich ganz gerne einfach Quatschi-Quatschi machen. Quatschi-Quatschi und dann noch ein bisschen Discord und so. Nee. Eine Runde geht noch. Nee, tatsächlich einfach mal in Kontakt kommen. Auch, weil ich habe auch gehört, dass Stegi auch ein bisschen Backlash von seinem Chat bekommen hat, dafür, dass er GHG, glaube ich, also verlassen hat. Ja, das verstehen die Leute nicht, dass wir hier in einer Rollenspielsimulation leben. Ja, da muss ich mal gucken, wie ich das alles so angehe. Später ja? auf den Server kommen. So, alle erst 16, 17 Uhr. Wie viel Uhr? 16, 17 Uhr ist Sebastian immer da. Okay, das probiere ich mal, das heute zu organisieren, weil das ist ja zu spät. Da schlafe ich ja schon wieder. Ja, da bin ich schon wieder im Bett. Da bin ich,
Da will ich, genau. Aber nee, das probiere ich auf jeden Fall mal. Das würde mich, also wenn du da was organisieren könntest. Kann ich machen, musst du Bescheid geben. Ja, mache ich da. Also ich versuche zwischen 16 und 17 Uhr mal raufzukommen, um dann das zu klären. Ja, das wäre sehr geil. Okay. Ja, dann bedanke ich mich für das nette Gespräch. Ich muss jetzt auch wieder gehen. Ich werde jetzt auch vom Server. Ja, ich muss tatsächlich, wenn ich ehrlich sein soll, einfach dringend mal auf die Toilette. Oh, ja, das. Ich hatte gerade einen leckeren Kaffee und jetzt. Ja, ich verstehe schon. Mal den Porzellandrachen füllen. Ja, genau den. Okay. Dann bis dann. Ja, war nett, dich kennenzulernen. Ey, war auch sehr nett, dich kennenzulernen. Oh Gott, oh ja, das ist. Angriff. Hau rein, Mann. Hau rein, bis später. So, Leute, ey, ich sage euch, wie es ist. Besser wird's jetzt nicht. Wir haben die Weizenkörner, haben wir uns geschnappt. Oh, genau. Hier habe ich schon mal, dann können wir die Schafe uns auf jeden Fall gönnen. Wir haben dicke 100 Dias bekommen, haben einen Edgarianer verpflichten können. Also, das geht voran, Leute. Und dann werde ich heute nochmal gucken, ob ich hier mit dem König von Team GAG sprechen kann. Und dann lassen wir uns einfach mal ein bisschen überraschen, was hier alles so abgeht. Aber ich würde sagen, Leute, für heute war's das. Schallert gerne ein Like rein. Schaut, wie gesagt, auch gerne auf paluten.job vorbei für Mini-Paluten und vieles mehr. Schaut natürlich auch bei allen Leuten vorbei, die wir heute so ein bisschen kennengelernt haben. Es war wieder schön. War mein persönliches Highlight, auch in dieser Folge mal mit Leuten zu schnacken, mit denen ich noch gar nichts zu tun hatte. Und war super. Dankeschön, ich gehe runter und wünsche euch allen noch einen schönen Tag.